Moin, liebe Ameisenfreunde. Endgeil, dass ihr wieder mit dabei seid. Kurzes Update zu meinen Messer Barbaros. Und zwar sind sie ja umgezogen in ihr vernünftiges Nest, sage ich jetzt mal. Ja, und sie scheinen sich da auch echt wohl zu fühlen. Die Kolonie vermehrt sich. Ich habe jetzt mal gezählt, also es müssten so zwischen 20 und 25 Arbeiterinnen jetzt sein. Wo ich sie bekommen hatte vor einigen Monaten, waren es nur noch 8, weil ja viele den Transportweg nicht überlebt haben. Ja, grundsätzlich rate ich auch von solchen Fertigsets ab. Also ich war selber zu blöd, um das zu checken am Anfang. Also ich habe mir auch dieses Starter-Set geholt, weil ich dachte, oh, alles ist dabei. Aber vom Ding her fahrt ihr viel günstiger, wenn ihr euch die ganzen Sachen selber zulegt, das einrichtet. Ist auch für die Ameisen schöner und ja, das war es auch eigentlich schon. Also was mir aufgefallen ist, die hängen nur im Nest drin. Ich weiß nicht, ob das bei euren Messer-Barbaros auch so ist. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, weil ich bin mir da echt, keine Ahnung, die hängen nur im Nest drin. Vielleicht habe ich denen auch einfach zu viel Körner gegeben, weil die haben alles im Nest drin, was sie brauchen eigentlich. Vielleicht kommen sie deswegen nicht raus. Ja, aber ansonsten, echt eine feine Ameisenart. Kann ich jedem nur empfehlen. Und das war's dann auch schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert mich. Den ganzen Schnickschnack kennt ihr von den anderen YouTubern. In diesem Sinne, Peace.